Wir können unsere Blessuren später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Ey, du hast ein Jetpack. Also, er kann... Naja, nee, eigentlich kann er bloß manövrieren, ne, glaube ich. Aber trotzdem. So ein Quatsch. So. Hier mal schnell gespeichert. So. Ich schau erwähnen, dass ich eigentlich nicht so... Isaac, hier ist ein Helikopter angedockt. Was? Ist der kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich. Wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt deinen Systemcheck. Wir sind halt netter, wa? Aber eigentlich Perspektive? Ist das nicht wirklich? Ich meine, halt wäre schon halt geil, ne? Wenn man hier halt rauskommt mit dem Hubschrauber. Hubschrauber. Im All! Ah. So, habe ich denn ein kleines Heilpack bei? Ja, habe ich. So, das naschen wir mal weg. Dann können wir das hier mitnehmen. Was? Wie? Wo? Wie? Oh, Moment. Moment. Was ist denn das da? Und fort damit. So, Energieknötchen. So, na dann. So, wo? Sicherheitsdocking Bay. Lassen wir uns überraschen. Hauptantrieb ein. Zusatzsysteme fahren hoch. Isaac, was machen wir da? Oh. Hey Isaac, was soll das? Isaac? Was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf! Notstandsprozess eingeleitet. Nein! Schleuse versiegt. Nein! Nein, warten Sie es nicht! Warten Sie es nicht, dieses Schiff zu starten! Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey! Sie werden gerettet! Bastard. Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also. Leben Sie wohl. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. Und lass mich raten. Lass mich raten, weg ist er? Weg ist er. Natürlich ist er weg. Scheiße. Kein Wegpunkt. Was zum Henker? Oh, das. Ja, das findest du jetzt seltsam, oder was? Wenn du jetzt, du hast gerade deine einzige Fluchtmöglichkeit ausgeschlagen. Natürlich aus völlig selbstlosen Zwecken. Das ist dir völlig außer Frage. Heroisch und selbstlos. Aber, ja, weil letztendlich kannst du dich hier hinsetzen. Nicht welche Vorsehungsmittel. Klar, aber es endet hier. Das Ende war. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute. Die würden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Junge, 200 Leute, Junge. Zum Frühstück, Freunde. Ist ja gar kein Problem für mich. So, nochmal schnell
Welcome to the Candy Shop. Alle rausrotzen. So, okay, alles klar. Na denn? Get to the lift. Aber wo geht's jetzt hin? Wollen wir uns jetzt den Typen holen? Oder müssen wir erstmal seine 200 Leute plätten? Oh, 3000 Kilo. Ganz knapp. Hallo? Oh, scheiße. Also entweder sind es wieder die... Das ist so uncool. Ah, knister, knister, knister. Oh Gott. Was sind die alle? Ach du Scheiße. Ja, okay, alles klar. Die kommen jetzt ja alle aus dem Tunnel raus. Oh shit. Oh shit. So, da drüben ist noch einer. Haha, der hat gut gesessen. So, das hätten wir auch. So ein Penner. So ein kleiner Penner. So, cool, alles klar. Cool, 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 cool. So, dann holen wir uns hier noch schnell den Loot ab. So, mal schauen, was wir hier noch Schönes finden. Ripper, Schlüpper klingen. Harpuniergewehr. Achso, ah, wir hatten ja mal kurz... Ich hatte ja mal kurz in den Raum geworfen, eventuell nochmal eine Waffe einfach so just for fun mal hochzuziehen. Und gerade schön am Shop vorbeilaufen. ja, machen wir auf jeden Fall noch. Machen wir noch. Aber das Raumschiff ist schon... das ist dieser Bagger. Also das war ja wirklich ein bizarrer Shit. Bizarrester Shit. Fährst du erstmal durch so einen gigantischen Organismus durch. So. Achso, das ist, hier muss ich gar nicht lang. So, irgendwo ist noch einer. Scheißerchen, wo bist du? Scheißerchen! Okay, habt ihr ihn schon gesehen? Ich hab ihn noch nicht entdeckt. Aha! Aha! Weil du dich so schön versteckt hast. Du Schwein. Tja. Kein Wegpunkt. Nix aus Wegpunktos. Aber, letztendlich würde ich trotzdem ja nochmal wissen, wo, wo soll ich denn jetzt hin? Tja, das ist wohl das Rätsels Lösung. Da haken wir erstmal ein bisschen rum. Was ist das? Ein Kaffeebecher. So, den nächsten Nekromorph, den ich sehe, der kriegt heißen Kaffee in die Fresse. Hallo? Scheiße. Mein Kaffeebecher ist weg. Der ist weg. Mein Kaffeebecher. So, egal. Oh, 200 Leute. Oh, scheiße. Oh, okay. Nee, nicht cool. Nicht cool. Lass mir Werkzeug fallen und nimm mir die Hände hoch. Nö. Nehmt es mir aus meinen toten, kalten Händen. Nachdem ich pinkeln war. Echt, ja? Das hat keiner von euch auf dem Schirm gehabt?
dass ich hier lang kann? Ist aber ein beschissener Hinterhalt, den er mir gestellt hat, wa? Der ist ja nicht durchdacht gewesen, Freunde. Hört man auch nicht so klimper, 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 klimper da oben. So, jetzt kann ich irgendwas bestimmt total bizarres machen, indem ich einfach so komplett die Luft rauslasse oder was? Aus dem Raum. So, sollte ich mir die mitnehmen? Wahrscheinlich sollte ich mir die mitnehmen. Wäre wirklich mal interessant, ob ich jetzt irgendwie die so flankieren kann. Oder ob man sie einfach nur umgehen muss. Was ein bisschen schade ist. Obwohl, ich glaube, dann wird wieder sehr kritisch irgendwie, wenn du gegen Menschen... Also das ist immer so ein Hauptkriterium gewesen, ne? für so ein No-Go bei dem Spiel. Wenn dir das Spiel keine andere Möglichkeit gibt, vorwärts zu kommen, es sei denn, du tötest Menschen irgendwie. Das ist so, oh, da hat sich, glaube ich, die USK ganz, ganz krass. Die Peggy. Deswegen werden wir sie wahrscheinlich eher umgehen. Oh, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Weil ich denke, die Necromorphs werden jetzt alles für mich machen. Sie haben das Gelände aufs Spiel gesetzt. Idioten! Wenn einer davon den Marker erreicht, zurück zur Markerkammer! Wir müssen sie abriegeln! Aha. Die Markerkammer. Tja, und so schnell wurden die alle gemacht. Ja,